Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen, zu einem neuen Video. Und es geht wieder über die Italian Operators, ja. Gestern kam ja schon das erste Video dazu raus, wo wir auch noch nicht wissen, wie heißt die Operation, wie heißen die Operator. Wir wissen noch eigentlich gar nichts. So, aber seit 16 Stunden gibt es einen Reddit-Post. Und den habe ich gerade zufällig gefunden. Und den lesen wir uns einfach mal durch, denn er ist eigentlich sehr interessant. Here I am again with this time, some exclusive information regarding the year 3 season 2. Genau, ich habe auch in der Playlist in, year 2 reingeschrieben. Dann will ich noch abändern. Oder habe schon abgeändert. We're at the very least the year 3. This is from the game client and the stuff that has been added very recently. Bedeutet diese Dateien, also er hat die Spieldateien durchgeguckt und hat diese extrahiert. Also fotografiert und jetzt hier eingestellt. Und ja. Please keep in mind that all the information below are subject to change. It's important to remember that as my camera leaks are not totally on point. As always, you can verify the information yourself by making a client dump. Bedeutet, das muss nicht stimmen. Das könnte alles nur sein, denn Ubisoft weiß, dass es Leute gibt, die in Spieldateien nach Leaks suchen. Und dass es da irgendwas ist, was uns vielleicht die falsche Fährte führt. Wie gesagt, ich sag da nur die Hugo-Geschichte damals um Chaka. Er hat auch hier eine Liste reingepackt von Blood Orchid irgendwas, wo die Spieldateien nochmal der Erinnerungsverlauf angezeigt worden ist. Und jetzt kommen wir zum Interessantesten, nämlich, as you can see, there is two new Gadgets present. Bulletproof Camera and Decoy Projector. Gadget Auto Rifle Info is Outbreak Related. Was heißt das? Wir sehen hier unten Hologram State Initial Scanning Spawning Visible Fade Out Hidden Fade In Unspawning Final. Was für ein Hologramm? Hier haben wir noch Decoy mit der Decoy irgendwas. Und hier haben wir auch kann man anscheinend platzieren. Deploy, Pick up, kann man wieder aufheben. Also es ist ein Gerät. Was kann diese Decoy? Wir wissen es nicht. Gab auch schon ein paar Leaks über Vigil, dass der, da wurde auch was gefunden. Aber so richtig wissen wir noch nicht. Aber wenn wir eine Bulletproof Camera und das wäre hart OP. Mal auf den ersten Blick. Weil ich meine, das ist eine zweite Valkyrie, nur dass die Cams nicht zerstört werden können. Das heißt, man wirft die Cams irgendwo hin. An irgendeine Spots, wo man weiß, dass der Gegner kommt, zum Beispiel draußen bei Armory oder bei Waffenschränke im Deutschen, auf Grenze oder Border halt. Wenn man da eine Cam daraus wirft und die nicht zerstört werden kann, kann ich sofort immer move, wenn ich sehe, dass da einer reinrushen will. Das wäre hart OP. Ob es dann so stimmt, ist die andere Frage. So. Wie gesagt, mehr wissen wir nicht. Das ist alles, ich finde es sehr interessant. Würde das auch sehr erwarten. Was heißt erwarten? Würde mich freuen drüber. Und die Decoy. Was wir auf jeden Fall aus den Spieldateien herauslesen können, was ja auch nochmal anspricht, ist man, dass man diese Decoy-Projectile in einem Hologramm oder dass diese ein Hologramm spawnen. Soll das heißen, dass dieses Hologramm ein Spieler vielleicht darstellen soll? Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Angreif, weil das wäre auch eher wieder für ja. Wir wissen ja, hat Ubisoft da schon bestätigt, dass die beide Italiener Defender sind. Das heißt, es wird passen. Das heißt, ich stelle in irgendeine Raumecke oder so dieses Ding rein. Und die Gegner denken, es wäre ein Gegner, schießen drauf, aber na, es könnte ja zu Irritationen führen. Okay, das wäre alles zu diesem Leak. Link natürlich wieder in der Beschreibung, zu selber nachgucken. Und wenn ihr euch versichern wollt, dass diese Dateien echt sind, geht mal in eure Game-Dateien und sucht das mal. Ich wüsste nicht wie, aber probiert's mal. Und am Wochenende höchstwahrscheinlich, also eher Sonntag herum,
Also ich habe jetzt einen kleinen Upload-Plan gemacht. Heute ist ja Mittwoch zum Zeit der Aufnahme. Und ich werde heute dieses Video rausbringen. Morgen oder Freitag kommt wahrscheinlich der Puls-Song, den ich gestern angesprochen habe. Und Samstag oder Sonntag, ich schätze mal eher Sonntag, kommt ein Special-Video, nämlich Operator-Tipps. Ich kenne es zu oft und langsam, wenn ich sage, es geht mir auf die Nerven, denn es geht mir primär um den Spiel Spaß. Aber ich sehe dann doch, dass viele Leute oder mit Leuten, denen ich spiele, besser werden wollen, aber noch nicht so ganz wissen, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert. Ich meine, Gegner abknallen, ich meine, das ist jetzt nichts Neues. Aber ich meine, ich möchte dieses Taktikverständnis reinbringen und gucken, dass man sich die Map ein bisschen zum Vorteil nutzt und nicht zum Beispiel Kids Bedroom reinforced. Ja, ich glaube, Leute, die das machen, fühlen sich jetzt wahrscheinlich angesprochen. Ich hoffe es zumindest. Dazu kommt noch ein Video, was das beinhalten wird. Ich werde paar der, wenn dann nicht, ob von allen oder nur von den am sinnvollsten Operator ein paar Tipps geben. Ich meine, Mirror gibt es wahnsinnig viele Taktiken, dass ich da ein paar reinnehme. Ich möchte es gerne von allen Operatoren machen. Es sind 50 Stück. Und das ist ein Heidenaufwand. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich es bis Sonntag schaffe. Denn meine Woche ist ja stressig bis jetzt und die wird es auch noch weiter sein. Aber ab morgen habe ich ein bisschen mehr Zeit. Also ich werde mit diesen Aufnahmen so früh wie möglich beginnen. Und freue dich auf jeden Fall. Ich werde recht viel Arbeit reinstecken, dann wahrscheinlich mehrere Parts. Ich werde es so kurz halten wie möglich. Aber ich werde es wahrscheinlich in zwei Teile aufteilen. Wahrscheinlich einmal Defend, dann einmal Attacker. Gut, dann das wäre es zu den Operation Leaks, zu den Gadget Leaks, die wir bekommen haben. Und wenn was Neues gibt, ihr wisst ja, wo ihr draufklicken müsst. Bitte abonnieren und das Glöckchen da rechts daneben aktivieren, dann wisst ihr immer, dass ich ein neues Video hochgeladen habe und dass es neue Leaks gibt oder neues Gameplay oder neuen Song oder irgendwas unbekanntes Projekt in der Zukunft, das ich noch nicht weiß, dass es existiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.